Michael Oenning soll neuer Trainer beim Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Magdeburg werden. Wie Bild am Dienstagabend berichtet, wird der 53-Jährige offenbar bereits am Mittwochmittag beim FCM vorgestellt. In der Bundesliga trainierte Oenning den 1. FC Nürnberg und den Hamburger SV. Zwei Tage nach der Entlassung von Jens Hertel soll er nun die abstiegsgefährdeten Magdeburger aus der Krise führen. Als Co-Trainer soll ihm dabei Ex-FCM-Profi Silvio Banker zur Seite stehen, der auf der Bank etwas mehr Verantwortung bekommen soll. Wie Geschäftsführer Mario Kalnick bereits am Dienstag auf einer Pressekonferenz verriet, bei der er erklärte, den neuen Chefcoach Mittwoch zu präsentieren zu wollen. In der Liga rutschte der Aufsteiger nach zuletzt 4 Niederlagen in Folge und nur 9 Punkten aus 13 Spielen auf den direkten Abstiegsrang 17 ab. Nach der 2:3 Heimpleite gegen Jahn Regensburg sahen sich die Verantwortlichen der Sachsen-Anhaltiner gezwungen, eine Veränderung auf der Trainerposition vorzunehmen. Michael Oenning war zuletzt bis zum Sommer 2,5 Jahre bei ungarischen Erstliga-Absteiger Vasas FC als Trainer aktiv. Beim Hamburger SV wurde er nach 15 Spielen als Cheftrainer und nur 0,8 Punkten pro Spiel am 19. September 2011 gefeuert. In Magdeburg soll er bereits am Mittwoch das erste Training leiten. Das nächste Ligaspiel bestreiten die Ostdeutschen am 23. November beim Tabellensiebten Greuther Fürth. Eines ist klar, das Erbe von Hertel, der Magdeburg in nur 4 Jahren von der Regionalliga Nordost bis in die 2. Bundesliga geführt hatte, ist kein leichtes. Nachdem sich am Montagabend die Meldung vom Rausschmiss Hertels in Windeseile an der Elbe verbreitet hatte, drückten die Fans ihre Enttäuschung aus. Den erfolgreichsten Trainer seit Heinz Krüge entlassen. Ihr werdet es noch bereuen, stand auf Bannern an einer Brücke am Schleinufer und an der MDCC Arena. In den sozialen Netzwerken brandete zeitgleich ein Shitstorm, auf der sich in erster Linie gegen die Vereinsführung um Geschäftsführer Mario Kalnick richtete. Das ist echt arm. Lieber wäre ich wieder in die 3. Liga mit JH gegangen. Da verkommt die hochgelobte DNA plötzlich zur Heuchelei, kommentierte ein User die Trennung. Doch für Kalnick quasi alternativlos. Nach einer offenen Analyse der letzten Wochen sei eine einstimmige Entscheidung in den Gremien gefallen. Der frühere Magdeburger Kapitän ergänzte auf der Pressekonferenz am Dienstag: "Wir müssen entscheiden, was für den Verein richtig ist."